Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen hier auf der Nordbau 2024 am dritten Messetag. Wir freuen uns, dass Sie hier bei uns im Publikum sind, aber auch natürlich das, was später in der Mediathek zu sehen sein wird. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich heute Morgen mit Martin Wertbar von Hydrema hier stehen darf. Wir beide wollen anschließen an das Thema vom gestrigen Tag Ausbildung, Weiterbildung. Wollen wir ein Thema aufnehmen. Natürlich wollen wir jetzt erstmal eingehen, wer ist denn Hydrema? Martin, und da wirst du uns ein paar Worte zu sagen. Ja, sehr, sehr gerne mache ich das. Hydrema ist ein Spezialmaschinenhersteller aus Dänemark kommend. Wir haben 1996 die Weimar Werke übernommen im Osten und bauen seitdem auch Mobilbagger. Wir kommen eigentlich aus der Riege der Baggerlader und dann sind dann auch die Mobilbagger dazugekommen und wir haben die Dumper natürlich deutlich weiter erweitert. Auch die Dumperlinie ist für uns ein ganz, ganz interessanter Markt. Da sind wir weltweit sehr, sehr erfolgreich mit. Die Maschinen lassen sich sehr, sehr toll fahren, sehr sicher fahren und genießen gerade bei Vermietern eine hohe Akzeptanz. Unser Mobilbagger, lass mich noch ein Wort sagen, unser Mobilbagger haben wir von Anfang an gleich als Citybagger in den Markt gebracht, weil da gehört er hin. Es ist also die kompakte Maschine. Es gibt keinen Mobilbagger, der gleichzeitig so kompakt und so wendig ist wie ein Hydrema Citybagger. Und ich freue mich, wenn Sie nachher auch mal zu uns zur Show kommen. Ja, die Show ist das eine. Ihr macht auch regelmäßig Veranstaltungen in Weimar. Das ist auch was Besonderes direkt am Werk. Ihr habt ein großes Vorführfeld. Das verfolgt ihr nicht nur, um eine Maschine in der Show zu zeigen, sondern ihr verfolgt ja genau die Ziele, die du eben schon kurz angesprochen hast, mit den Vorführungen. Richtig. Wir haben also ein großes Werk, ein großes Gelände, wo wir dann regelmäßig Kunden eingeladen haben. Das wird im Baumarkt ja nicht passieren, weil es sind ja auch immer Kosten, die wir budgetieren müssen. Aber 2026, darf ich Sie schon darauf hinweisen, werden wir wieder groß die Türen öffnen. Man kann das Werk sich angucken, aber vor allen Dingen kann man dort auf dem Gelände auch durch das Gelände fahren und das ist sehr interessant. Jetzt hast du eben schon ganz grob schon viel zu Hydrema gesagt, aber vielleicht können wir noch mal ein paar Produkte eingehen, um dann den Übergang auf unser Gesprächsthema zu haben. Gerne. Also noch einmal, mit den Dumpern sind wir weltweit sehr, sehr erfolgreich. Die Maschine lässt sich fahren wie ein Pkw. Ich habe einen Kunden gehabt, der ist da eingestiegen und hat gesagt, das hat es bei mir noch nie gegeben, dass sogar mein Betriebswirtschaftler mal sich in das Fahrzeug reingesetzt hat. Und er hat wortwörtlich gesagt, lässt sich fahren wie ein Bus. Es sind also wirklich tolle Fahrzeuge, die sehr, sehr einfach zu fahren sind, sehr sicher, weil sie sehr niedrigen Schwerpunkt haben. Das haben wir auch auf den Erlebnistagen, die wir in Weimar haben, überhaupt kein Problem, wenn da also auch unerfahrene Menschen sich in die Maschine begeben und da die steilen Berge und Hügel da entlang fahren. Die Maschine hat eine Standsicherheit, die ist exorbitant stark. Martin, wir haben ein Thema, das wir beide besprechen wollen jetzt hier in diesem kurzen Podcast. Es geht darum, dass wir die Baumaschinen auch auf der Straße bewegen wollen und wir in Zeiten des Fachkräftemangels die Herausforderung haben, dass wir in den Führerscheinklassen uns als Baubranche benachteiligt sehen. Das sehen wir als VD Bumm so, aber du bist in den letzten Jahren da auch sehr stark für eingetreten. Vielleicht schaffst du das oder sagst du es mit deinen Worten einmal, den Einstieg in dieses Thema. Sehr gerne. Ich habe hier schon mal die nächste Folie aufgemacht, die ich mitgebracht habe. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr betrifft, weil es mir auch sehr wichtig ist, dass die Bauunternehmer ihre Probleme gelöst bekommen. Weil mit denen haben wir ja zu tun. Was ist der Punkt? Wir sehen hier zwei Maschinen unterschiedlichster Bauart. Beide Maschinen machen im Prinzip das Gleiche. Das eine ist der landwirtschaftliche Traktor mit dem Anhänger, der also über die Straße fährt. Und der fährt einsatzbedingt, das sind ja Erntemaschinen und so weiter, die fahren in der Regel große Strecken auch. Die fahren also sehr häufig über die Straße, sogar durch Innenstädte, durch große Städte. Auf der anderen Seite sehen wir aber eine Baumaschine, einen Dumper. Der macht eigentlich nichts anderes, auch der transportiert. Das Problem, was jetzt ist, und da will ich will vorweg schicken, es geht gar nicht gegen die Landwirte, um Gottes Willen. Die Landwirte sollen ihren Job machen und sollen auch ihre Erleichterung haben. Das ist ja gut und wichtig so. Aber warum hat es der Bauunternehmer nicht? Denn hier ist ein Problem. Der Bauunternehmer muss, damit er mit seinem Dumper mal temporär auf einer Baustelle eine Straße überqueren darf, muss er dem Fahrer einen LKW-Führerschein bezahlen. Und das ist schon das Problem. Also ich habe das mal in der Zeitung auch geschrieben. Auf der Baumer kam mal ein Bauunternehmer zu mir und umarmte mich förmlich und sagte, Mensch, gut, dass es mal einer anspricht. Ich habe einen Sohn, der den Laden mal übernehmen soll, der darf den Radlader nicht fahren. Ja, also das ist ein großes Problem. Denn so einen Führerschein zu bezahlen, LKW-Führerschein, der kostet richtig Geld.
Du hast das gerade noch mal umschrieben. Es geht ja nicht darum, nur auf dem schönen Bild zu sehen, dass ich im Straßenverkehr teilnehme, sondern ich habe ja manchmal einen Lagerplatz auf der Seite A und die Baustelle auf der Seite B. Und das sind nur 15 Meter, die ich über öffentliche Straße fahre. Und schon diese 15 Meter fahre ich ohne Führerschein, wenn ich das Gerät da bewegen will. Das heißt, ich habe nicht nur mit Bußgeld zu rechnen, sondern es könnte also ein richtiges Gerichtsverfahren oder eher großen Ärger geben für mich als Führerscheinbesitzer, als Fahrer, aber auch für den Bauunternehmer. Und deswegen ist das eine große Ungerechtigkeit. Du sprichst es richtigerweise an, aber die Dimension ist ja schon in einer Kleinststrecke dann eindeutig zu erkennen. Absolut. Also ich will das Thema nochmal, ich habe da noch ein paar Folien dazu gebracht. Also hier sehen wir nochmal die beiden Maschinen und unten drunter habe ich den Text dazu geschrieben. Mit dem Führerschein T dürfen sogar 16-Jährige den Trecker mit 40 km/h fahren. Da können auch zwei Anhänger dahinter sein. Das ist alles kein Problem. Sie begegnen uns ja auch im täglichen Leben, wenn wir da über die landwirtschaftlichen Gegenden fahren oder auch in der Stadt schon mal im Dorf, wo sie da durch müssen. Dann kommt so ein großes Trumpf von Traktor uns entgegen und dann sieht man da einen jungen Mann und denkt, na, das ist aber toll, dass er das kann. Rechts, das ist eine Baumaschine und zwar ein total leicht zu bedienender Dumper von uns. Und auch da muss der Fahrer mindestens 21 Jahre sein und er muss den Führerschein Klasse, den LKW-Führerschein haben. Und das sind die Kosten, von denen wir reden. Rechts, der LKW-Führerschein ab 21 Jahre kostet 10.000 Euro. 10.000 Euro. Und was passiert für den Bauunternehmer, wenn er seinen Mitarbeiter mit dem Führerschein qualifiziert? Der Mitarbeiter hat dann keine Lust mehr, die Schippe in die Hand nehmen zu müssen. Der sagt sich dann, Mensch, jetzt habe ich doch einen Führerschein, jetzt kann ich auch andere LKWs fahren. Oder ich mache noch eine Erweiterung, dann fahre ich Busse und bin JWD irgendwo in Europa und unterwegs mit netten jungen Leuten hinten, manchmal auch älteren. Aber das ist ja ein anderes Arbeiten. Und das passiert. Das passiert regelmäßig. Die Leute laufen dann weg. Das ist das große Problem, was wir haben. Also wenn ich das nochmal sagen will, ich sehe das auch so wie du, dass die Leute vielleicht weglaufen, aber wer eine interessante Baumaschine fährt, der will jetzt nicht unbedingt einen langweiligen LKW fahren. Also das ist jetzt so eine Frage, da können wir lange drüber diskutieren, aber die Gefahr, die du aussprichst, ist klar. Es sind, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, kannst schon für 7.000 Euro kriegen und so weiter. Aber es ist eine Investition, es ist Zeit und es ist vielleicht auch eine Mitarbeiterbindung, kann es ja auch sein. Und du hast jetzt das Bild eines Dumpers, da kann man es nachvollziehen, aber es geht auch mit dem Radlader, mit dem Bagger, wenn ich über die öffentliche Straße fahre und schneller fahren will. Als selbstfahrende Arbeitsmaschine schon da, habe ich ja auch die Herausforderung, dass ich einen großen Führerschein haben muss. Und das kann so nicht bleiben. Nein, das darf so nicht bleiben, denn natürlich versuchen die Unternehmer im Markt irgendwelche pfiffigen Ideen zu entwickeln. Also hier nochmal das Bild, temporär nicht dauerhaft wiederholend auf der Straße im Einsatz der Dumper und trotzdem müsste da ein LKW-Führerschein gesponsert werden. Was machen die Unternehmer? Sie versuchen jetzt irgendwelche Lücken zu finden im Gesetz. Da haben wir dann also, das ist ein Bild, ich will da auch keinen diskreditieren, aber da ist dann ein Dumper, der eigentlich ein Gewicht hat von 3.450 Kilogramm oder so, der darf dann auch noch mit dem Führerschein, mit dem PKW-Führerschein gefahren werden. Aber die Nutzlast ist natürlich auch noch zu berücksichtigen. Jetzt wird dieser Dumper, der 3.450 Kilogramm wiegt, mit dem Führerscheinklasse, PKW-Führerscheinklasse gefahren werden kann, wird dann abgelastet auf noch 40 Kilogramm. Dann bin ich immer noch unter 3.500 Kilogramm und dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Aber wir wissen doch alle, was da draußen passiert. Dieser Dumper wird nicht nur zwei Bierkästen spazieren fahren, sondern er wird seine fast 4 Tonnen Nutzlast dann bewegen draußen. Und hoffentlich passiert da niemandem Unglück, denn dann ist das Theater ganz groß. Also erstmal werden Bierkisten gar nicht gebraucht auf der Baustelle. Ja. Nicht? Also das ist ja Arbeitssicherheit und da trinkt keiner Bier. Es sei denn, es ist alkoholfrei, ist selbstverständlich. Also dein Appell ist eben natürlich nur im leeren Zustand, denn das Gerät zu bewegen, das willst du damit sagen. Und das ist nicht praxisnah, man will ja Güter transportieren. Also insofern ist die Gefahr groß, dass man glaubt, man macht es auf die Schnelle und ist dann nachher derjenige, der vielleicht den Nachteil hat. Wir sehen jetzt hier nochmal euren Dumper, aber auch im Vergleich mit der Landmaschine. Wir haben eben schon gesagt, es trifft auch Radlader und Bagger im gleichen Maße. Und deswegen werden wir diese Initiative auch vorantreiben und mit Fachleuten wie mit dir ja auch weiterhin ausmalen. Du hast jetzt noch eine Botschaft hier auf der Folie.
Ja, es ist tatsächlich schreiendes Unrecht, was hier passiert. Schreiendes Unrecht, weil der Bauunternehmer nur in Deutschland dazu gezwungen wird, diesen Weg zu gehen. Nur in Deutschland muss er für diese Maschinen diesen Lkw-Führerschein für seine Mitarbeiter bezahlen. Und das ist nicht in Ordnung. Wir haben diesen großen Dumper zum Beispiel auch als Schmalspurer gebaut mit 2,55 Meter. Das hat den eigentlich geschuldet der Gesetzesauflage in Dänemark, wo nur 2,55 Meter breite Maschinen auf die Straße dürfen. Aber auch da haben wir wieder was getan, um eine kompakte Maschine zu haben. Ich verstehe es überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht, warum der Bauunternehmer in Deutschland so gegeißelt wird und so wir reden immer über Fachkräftemangel. Verdammt nochmal, es musste mal hier irgendeiner in der Lage sein, mal eine Entscheidung zu treffen. Dann kann man sagen, Martin, du argumentierst jetzt als Hersteller, nicht? Das ist immer so einfach abgetan, ist es aber nicht. Es geht um das Anwenden von demjenigen, der die Maschine einsetzen möchte. Und deswegen haben wir auch als VD Bumm diese Initiative aufgenommen, verstärken die und sind auch gemeinsam mit dem Herstellerverband, dem VDMA, im Gespräch mit dem Bundesverkehrsministerium. Und wir hoffen, dass wir dort ein gutes Gehör finden. Das gibt es schon, du sagst, es gibt es nicht nur in Deutschland. Es gibt ein paar andere Länder auch noch in der EU, aber es ist eben nicht so, dass es einheitlich ist. Es geht nicht so stringent und deswegen müssen wir sagen, wenn wir auch in der EU leben, warum haben wir in Deutschland andere Bedingungen? Und deswegen müssen wir da eine Lösung finden. Ja. Ich möchte mich bedanken für das Gespräch, Martin, für die Initiative, die du besonders als Person auch vorantreibst und damit eben auch ein wichtiges Thema für die Baubranche. Wir hoffen, dass du noch eine und ihr noch eine interessante Messe von Nytrema habt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Dankeschön. Ja, wunderbar. Danke Ihnen.